Nach dem Tod ihres Vaters wird Elisabeth II. Am 6. Februar 1952 die neue Königin des Vereinigten Königreichs. Gekrönt wird sie erst im Juni 1953 in Westminster Abbey. Erstmals wird die Zeremonie im Fernsehen übertragen. Millionen von Zusehern aus aller Welt sind live dabei. Damals weiß noch niemand, dass Elisabeth länger regieren wird als alle britischen Monarchen zuvor. 2012 wird der Spanier Alberto Contador, lange Zeit einer der erfolgreichsten Radrennfahrer überhaupt, wegen Dopings für 2 Jahre gesperrt. Zudem erkennt ihm der internationale Sportgerichtshof rückwirkend seine Siege bei der Tour de France 2010 und beim Giro d'Italia 2011 ab. Und das geschah in Österreich. 1957 kommt in Wien Johann Hölzel zur Welt, besser bekannt unter seinem späteren Künstlernamen Falco. Früh gilt er als musikalisches Wunderkind, gesegnet mit viel Gespür und einem absoluten Gehör. Falco lernt Bassgitarre spielen und sammelt Erfahrungen mit der Rocktruppe Dradi Wabal. Sein langjähriger Freund Rudi Dolezal gewährt uns einen ganz privaten Einblick und erzählt. Ja, so kennengelernt habe ich den Falco, der hat damals noch Hans Hölzel geheißen, bei meinem allerersten Job für einen großen österreichischen Fernsehsender, wo ich hingegangen bin, um eine Gruppe namens Dradi Wabal anzuschauen, ob die einen Beitrag wert sind. Und da spielte ein junger Herr namens Hans Hölzel Bass. Später waren wir in der Garderobe zusammen, haben große grüne Zigaretten geraucht, ich weiß nicht mehr, den komisch gerochen, und durchsichtiges Getränk, das war aber nicht Wasser, sondern Wodka, keine Ahnung. So habe ich den Falco kennengelernt. Rudi Dolezal war nicht nur Hölzels Freund, er war auch Produzent jedes einzelnen Musikvideos von Falco. Aber die Dreharbeiten waren nicht immer einfach. Falco bei den Videos war lustig, schwierig, teilweise unmöglich. Der hat Drehs geschmissen, was uns Hunderttausende von D-Mark gekostet hat. Er war grandios, wie beim Rock Me Amadeus, allerdings kam er da 4 Stunden zu spät und auf die Frage, Hans, was ist los, hat gesagt, mein Hund hat verschlafen. Trotzdem schaffen es die beiden doch noch, ein Musikvideo zu Rock Me Amadeus zu produzieren. Und damit kommt schließlich 1986 der ganz große internationale Durchbruch. 3 Wochen hält sich die unverkennbare Single auf Platz 1 der US-Charts. Ein Kunststück, das zuvor noch keinem anderen deutschsprachigen Titel gelungen war. Also Falco war der einzige österreichische Weltstar. Punkt. Ich glaube auch, dass er der einzige österreichische Weltstar bleiben wird. Sein Talent war einerseits einmal die deutsche und die englische Sprache zu vermischen, wie noch keiner es vorher gemacht hat. Sein Talent war auch gegen den Strom zu schwimmen, in Zeiten, wo New Wave waren, als gelackter Falco eben dazustehen. Und sein Talent war auch immer, sich die richtigen Leute zu suchen. Stichwort Robert Bonga, Stichwort die Bolands und dann muss man auch dazu sagen, Stichwort Dolezal, zum Teil auch mit meinem Partner Rossacher. Aber er war einfach eine Präsenz und eine Person on stage, die es vorher und nachher meiner Meinung nach nicht gegeben hat. Und er hatte ein Talent für die Sprache, das ich fast als Sprachdadaismus bezeichnen würde für die, die wissen, was ich damit meine. Dass Falco milde umschrieben nicht einfach war, ist ein offenes Geheimnis. Durch den globalen Mega-Erfolg weicht der unter Freunden bekannte Hans immer mehr der Kunstfigur Falco. Auch Dolezal bekommt diese Entwicklung zu spüren. Also ich würde sagen, zumindest für einige Jahre war der Hans Hölzel mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde und ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort. Und ich bin so über die Runden gekommen, für mich waren das immer 2 Personen. Also der Falco war oft das Arschloch und der Hans Hölzel war oft der klasse Freund. Und wenn der Falco zum Beispiel einen Dreh geschmissen hat, hat der Hans Hölzel am nächsten Tag angerufen und gesagt, Rudi, wem muss ich Blumen schicken? Ich war sicher ein Arschloch, sage ich, ja, erstens der Maske, zweitens dem, drittens dem, viertens dem und außerdem heißt er das der Spornkern, aber für mich waren es 2 verschiedene Personen. Und er hat den Falco ja auch geschaffen als Kunstfigur, wie der David Bowie, das war sein großes Vorbild. Nur sein Problem war, der Falco und der Hölzel sind dann immer mehr zusammengegangen. Am Schluss wusste dann immer mehr, bin ich jetzt Falco und bin ich Hans Hölzel. Das war ein Teil für Stichwort Alkohol, Stichwort Drogen, Stichwort Unglücklichkeit. Und mein Geburtstag, der 5. Februar, ist er direkt in der Nacht darauf ist er gestorben, am 6. Februar. Das heißt, wenn ich Geburtstag feiere, so wie jetzt, denke ich auch immer an den Todestag von meinem Freund Hans Hölzel. Dolezal erinnert sich auch an jenen schicksalhaften Geburtstag. Es war sein 40. Es sollte ein großes Fest werden, an dem auch Hans Hölzel alias Falco geladen war. Doch es kam alles etwas anders.
Also ich habe ja am 5. Februar den 40. Geburtstag gefeiert und dafür wurde eine Superstar-Band zusammengestellt von meinem Team. Queen, Scorpions, Nina Hagen, Toten Hosen etc., die alle für mich gespielt haben in Burkersdorf. Und der Falco sollte Bass spielen. Und er war damals in der Domrep und es war unklar, ob er kommt. Das war so beim Hans. Ja. Er kam natürlich nicht, wir hatten einen super Ersatz. Und dann war die ganze Partie bei mir im Haus bis 6 Uhr früh. Und ich hatte damals ein kleines Büro im Haus, wo auch ein Faxgerät, das die Kommunikationsmittel der damaligen Zeit war. Und wie die alle gegangen sind um 6 Uhr früh, gehe ich noch kurz zum Fax und da ist ein Fax drinnen mit einem riesigen Herzen vom Hans Hölzel, von Falco. Und da steht Rudy, welcome to the club, weil er ist ein Jahr vorher 40 geworden und ich liebe dich auf immer. Und so denke ich mir, es ist aber nett von ihm, dass er zumindest ein Fax geschrieben hat. Gehe in den ersten Stock in mein Schlafzimmer, lege mich nieder. Eine Stunde später ruft mich meine Mutter an und sagt, im Radio haben sie durchgesagt, der Falco ist gestorben. Und das ist nachweislich das Letzte, was Hans Hölzel alias Falco gemacht hat, war, mir dieses Fax zu schreiben. Dann hat er sich ins Auto gesetzt und dann ist er gegen den Bus gefahren. Am 6. Februar 1998 wird Falcos Wagen nahe der Stadt Puerto Plata bei der Ausfahrt von einem Parkplatz von einem Bus gerammt. Österreichs erfolgreichster Musiker ist sofort tot. Bei der Obduktion werden ein hoher Blutalkoholwert und große Mengen an Kokain festgestellt. Sogar über einen Selbstmord wird lange spekuliert. Falcos Leichnam wird schließlich nach Österreich überführt, wo er im Beisein von mehreren tausend Fans auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt wird.